Und eine neue Runde. So. Der kleine süße Mario, noch ohne Bart. Alles andere hätte mich auch gewundert. Mal gucken, was der Kleine drauf hat. Hey. Der große Affe gegen den kleinen Italiener. Nicht besonders fair. So, wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen mehr sliden. Dann machen wir das auch. Hui. So, nicht nur LKWs fahren auf der Autobahn, sondern auch Münzen und Fragezeichenkästen. So. Gut. Banane ist erstmal nicht schlecht. Banane gibt Sicherheit, zumindest von hinten. Oh, oh, oh. Im Wettkampf mit mehreren grünen Panzern. Ah, schade. Die war gar nicht schlecht geworfen. Hat nur leider nichts gebracht. Ach, die Münze bringt natürlich auch sowas von gar nichts. Ah, das war ja cool. Ich bin in Peaches Beschleunigungspilz reingefahren und wurde selber beschleunigt. Man lernt ja immer wieder was dazu, ne? Oh, da kommt was. Da kommt was. Oh ja, da kommen mehrere Sachen. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Oh shit, oh shit. Achtung, Achtung. Fliegendes Baby. So, jetzt bist du dran. Tut mir leid. Ach komm. Gorocco. So, einmal kurz den Turbo zünden. Das ist die Hupe von Baby Mario. Macht Eindruck, ne? Vor allem, wie sich sein Kopf aufbläht, während er hupt. Oh, Entschuldigung. Vorsicht. Seid gnädig mit mir. So, wir fahren noch auf dem Treppchen. Das kann sich aber ganz schnell ändern. Ah, der blaue Panzer ist unterwegs. Das ist super. So. Und... ja, wir lassen ihn. Ja, ja. Der grüne Panzer hat uns den virtuellen Hintern gerettet. So. Vier sehe ich ja nicht mehr. Brauche ich aber auch nicht. Ah, und Dark Lord sagt, er ist Baby Luigi. Das ist super. Oh, jetzt habe ich mir meinen eigenen Panzer... Das war ja meine Güte. Wieder eine Glanzleistung. Ich habe mich so gefreut, dass Dark Lord als Baby Luigi unterwegs ist. Wir als die Baby Brothers. Da kann ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen. So. Gorocco hat gewonnen. Sei es ihm gegönnt. So. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Die Runde zählt einfach mal nicht. Das war die erste Runde als Baby Mario. Wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Das hat auch gar keiner gemerkt. So. Dark Lord, mein Dark Lord, wo bist du? Achso, warte mal, Sonnenflughafen, Delfin oder Röhrenraserei? Ist eigentlich auch egal. Oh, ich sehe schon, der Flughafen ist beliebt. Die Chancen stehen gut. Und Dark Lord hängt in der Warteschleife fest. Ja, wer sich nicht entscheiden kann, für den wird entschieden in genau 3 Sekunden. Ka-ching. Da siehst du mal. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Was haben wir denn hier? Kanada, Großbritannien, Oh, Niederlande. Niederlande hatten wir noch nicht. Mexiko hatten wir auch schon mal. Ich finde es fantastisch. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Ich finde das einfach so geil. Wir sitzen hier um den kompletten Globus verteilt. Zu unterschiedlichen Tageszeiten und haben mit demselben Spiel Spaß und treten gegeneinander an. Ja, ja, diese Online-Welt hat durchaus auch ihre Vorteile. Oh, oh, ja, super. Danke auch. Ja, hat noch nie jemand behauptet, dass Mario Kart ein faires Spiel wäre? Es ist bloß immer blöd, wenn es einen selber trifft, ne? Sonst wäre das alles überhaupt kein Problem. So. So, lasst mir mal ein Fragezeichen übrig, vielen Dank. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht, egal.
So, die anderen beiden heben wir uns mal kurz auf. Als kleine Baby-Mario-Lebensversicherung. Ja, diese Power-Slides und so weiter, die bringen schon was, wenn man sie einigermaßen gezielt einsetzt. Schade eigentlich. Ja, jetzt kriege ich es wieder voll ab, oder? Volle Rotze. Volle Rotze. Alle auf das Baby. So, wo ist denn eigentlich mein Baby-Luigi? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich... Ach, gut, ich bin auf dem 9. Platz. Das erklärt einiges. Baby-Luigi wird weit vor mir sein. Ja, schade. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Metal Mario. Oh, oh, oh. Die Beschleunigungsrampe verpasst. Sehr, sehr schade. Gut. Oh, Stern ist gut. Stern ist immer gut. Schade, dass ich keine wische, aber man kann ja nicht alles haben, ne? So, wie sieht's aus? Ich hätte ja ein paar Pilze. Ach, schade. Da fährt man einmal ein paar Sekunden sauber und ist trotzdem nur auf dem 5. Platz. Sehr, sehr schade. Rakete von hinten. Tschüss. Tschüss. Ach, kommt. Keine 2 Sekunden bleiben einem, um sich an seiner eigenen Schadenfreude zu erfreuen. So. Platz 8, Platz 7. Was ist denn hier los? So, jetzt aber. Jetzt aber. Ach Gott. Oh, das hat keiner gesehen, oder? Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um den Livestream abzuschalten. Um euch das Elend zu ersparen. Ach, vielleicht soll ich einfach weniger quatschen, mich mehr konzentrieren, ne? Soll ja dem einen oder anderen schon beim Sieg geholfen haben. Oh ja. Oh ja. Ja, komm. Ja, komm. Los. Los. Ja. Ja, man braucht auch mal Schwein. Hat zwar dann nur für den 6. Rang gereicht, aber ohne Kugelwilli hätte ich mir das abschminken können. So. Ach, da sehe ich es gerade. Darklord ist noch gar nicht dabei. Darklord muss immer noch warten. Was ist hier los? Wird Darklord diskriminiert? Muss ich einen Beschwerdebrief an Nintendo schreiben? Oder muss ich wieder ein bisschen leiser reden? Weil ich wieder so sehr schreie. So, was hatten wir denn? Oh. Marios Piste, die hatte ich mir vorhin schon mal gewünscht. Dann wünsche ich sie mir nochmal. Oh, oh, ziemlich beliebt. Ziemlich beliebt hier, Mario. Mario for the win. So, ich trinke mal einen Schluck. Mein Arzt sagt, trinken ist gesund. Ah, und es kommentiert sich auch leichter. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist es Marios Piste geworden? Man weiß es nicht. Da ist ja unser Darklord ist da. Was haben wir denn hier? Nordrhein-Westfalen haben wir dabei. Ist das nicht wundervoll? Es ist einfach wundervoll. So. Diesmal versuchen wir den Powerstart nicht zu verkacken. Ist uns gelungen. Ah, Baby Luigi, da ist er. Alter, ist hier was los? Diese Aggression! Diese Aggression! Was habe ich euch getan? So, 2. Platz. Mal sehen, wie lange wir den halten können. Berdien. Obwohl, nee, es ist ja keine Französin. Das hieß ja eine Niederländerin. Wie nennt man das denn dann? Wie wirst du ausgesprochen? Ist auch egal. Sie ist irgendwie schneller als ich. Deswegen muss ich jetzt hier mal ein bisschen was tun. Aber so 3 grüne Panzer, die um einen herumkreisen, beruhigen einen doch wirklich ungemein. Ach, jetzt habe ich noch nicht mal erwischt, oder was? Ach, du Schande. Ich habe es auch nicht anders verdient. Jawohl. Alle auf den Kleinen. Ihr habt schon recht. Ach, Darklord ist da. Siehst du mal. In Darklords Gegenwart fühle ich mich wohl. So lange, bis er mir einen roten Panzer in den Hintern schießt.
Ja, Dark Lord macht solche Sachen. Achtung, Bombe! So, oh, fiese Tinte. Ganz fiese Tinte. Ganz fies. Sorry. Tut mir total leid. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. So, Neth. Mach's gut. Geht weg, geh weg, geh weg. Gut. So, zweiter. Läuft. Achtung, hässliche Tiere auf der Straße. Oh, Feuerblume. Feuerblume, super. So, lieber Dark Lord, ich habe dir gerade den Hintern gerettet, hat dir nur leider nichts gebracht, ne? Du hast den blauen Panzer erwischt. Finde ich auch ziemlich cool hier beim Sliden, dass man noch die Slide-Spuren aus der letzten Runde sieht. Ein sehr, sehr nettes Grafikdetail. So, grüner Panzer, erster Spieler in Sicht. Mal sehen, ob wir mit unseren Slide-Künsten rankommen, aber das wird wohl nichts mehr werden, Ladies. Naja, zweiter Platz ist doch gar nicht so schlecht für ein Baby, oder? Ist doch gar nicht so schlecht. So, Dark Lord knapp am Treppchen vorbeigeschmiert. Aber das kriegen wir hin. Wir müssen nur wieder mehr als Team zusammenarbeiten. Weißt du, das ist so dieses Egoistische. Das bringt einen einfach nicht weiter in dieser Welt. Zwischen Zauberpilzen und Supersternen. So, Wario-Abfahrt hatten wir schon. Oh, Regenbogen-Boulevard. Der gute alte Regenbogen-Boulevard vom N64. Eine der härtesten Strecken aus der Mario Kart-Geschichte. Und auch dementsprechend unbeliebt, was man dann ja auch mal sieht. Anhand der Streckenauswahl. Ja, und beim nächsten Livestream werde ich mir überlegen, ob ich mir tatsächlich mal die DLCs runterziehe. Da sind nochmal ganz spannende Charaktere dabei. Auch ein paar richtig nette Retro-Strecken. Aber im Moment, denke ich mal, kommen wir mit den Standardstrecken noch ganz gut klar. Oh, Dark Lord schreibt gerade, Tobi hat es auf ihn abgesehen. Der Tobi? Ah, diesen Tobi werde ich mir mal ganz genau angucken. Ach, der ist gar nicht mehr mit dabei. Siehst du mal. Der hatte wohl Angst. Ich glaube, der hatte Angst. So. Auf 3 geht's los, ne? Oder auf 1. Oder auf 0 ist eigentlich auch... Ach, was soll's. Auf los geht's los. Siehst du? Da hinten ist Baby Luigi. Ich habe immer gerne meinen Bruder an meiner Seite. So, einem... Ach Gott, also wie kann mir mal einer verraten, warum ich gezielt auf den grünen Panzer zufahre? Obwohl ich doch weiß, dass er mir wehtut. So. Ziemlich aggressives Fahrerfeld. Deswegen mal lieber hier ein bisschen... vom Abgrund fernhalten. Könnte gesundheitsfördernd sein. Kommen wir da mit einem normalen Slide rüber über die Abkürzung? Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Oh, Dark Lord. Du bist ein Fuchs. Ah, wenn du danach nicht in den Abgrund gefahren wärst, dann wärst du mein Held gewesen. So warst du nur ein Fuchs. Oh, Achtung, Feuer von hinten. So, diesmal landen wir bitte auf dem Felsen. Danke sehr, so habe ich mir das vorgestellt. So, Mr. Grüner Panzer hat uns mal wieder den Hintern gerettet. Und was macht der Idiot? Er fährt in den Abgrund. So schnell guckt man sich das Feld von hinten an. Ach ja, das Leben ist kein leichtes als Mario Kart Fahrer. Warum verschwende ich eigentlich die Pilze und nutze nicht Beschleunigungsschreifen? Nicht alle Dinge im Leben sind zu erklären. So, diesmal fahren wir mal rechts. Vielleicht bringt das uns ja irgendwas. Na, schade. Schade. Beschleunigungsfeld verpasst. Oh, Tinte. Tinte ist gut. Tinte ist immer gut, wenn man sie nicht selbst abbekommt. Noch besser wäre, wenn man nicht gegen irgendwelche Bäume im Wald fährt. Ach, es ist manchmal ein Elend. Ich bin ja ein Baumfreund, aber ich fahre nicht so gerne dagegen. Huhu! Huhu! So, hier kommt Turbo Baby. Achtung, aus dem Weg, Ladies.
Achtung, blauer Panzer! So, Achtung, Baby Mario von rechts. Ach komm, ach komm! Nicht dein Ernst! Und du willst mein Bruder sein? So, Baby Luigi. Achtung, Mann mit Stern von hinten. Oh, sorry, sorry, das war echt keine Absicht. Bist aber dieselbe Abkürzung gefahren, die ich fahren wollte. Sehr schön. Sehr schön. Gut, was war das jetzt? War das das dritte oder das vierte Rennen als Baby Mario? Ich weiß es nicht genau. Ich bin so schlecht im Zählen. Ach, Mathe war noch nie meine Stärke. Ach komm. Wir machen noch eine. Wir machen noch eine als Baby Mario und dann wechseln wir wieder Lobby und Charaktere. So, den Cheap Sheep Strand. Ursprünglich für den Nintendo DS erschienen. Eigentlich eine ganz nette Strecke. Nicht besonders anspruchsvoll. Aber optisch sehr schön. Optisch sehr schön. Sonne. Wir spielen im Winter. Wir können Sonne gebrauchen. Und Dark Lord zählt mit. Es war das dritte Rennen. Super, dann machen wir das vierte. Dann ist ja alles im Lot, ne? Hier mal nicht unnötig in künstliche Hektik verfallen. Und alle freuen sich. Alle freuen sich, dass es der Schieb-Schieb-Strand geworden ist. Ist es doch, oder? Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ist ja auch egal. So, wen haben wir denn hier noch? Yannick aus Niedersachsen. So, es ist der Schieb-Schieb-Strand. Ist das nicht toll? Ab in den Urlaub. Ich habe gerade nach hinten geguckt. Habe ich das richtig gesehen, Dark Lord, dass du dich im Kreis gedreht hast an der Startlinie? Ich glaube, Dark Lord ist dieses Spiel einfach nicht anspruchsvoll genug. Deswegen denkt er sich, nein, fahrt ihr mal alle voraus. Ich hole euch von hinten wieder auf. Ja, Dark Lord ist halt eine coole Socke, ne? So. Hey, nicht das Baby schubsen. Wer schubst denn Babys? Niemand. Außer große, haarige Affen. Oh, aber man sollte auch nicht unbedingt in den Rasen fahren. Das war gar keine, war gar nicht meine Absicht. Ach ja. Schade, ne? Sehr schade. Oh, Achtung, Mann mit Stern oder Frau mit Stern, man weiß es nicht. Mann mit Stern. Hey! Dark Lord legt's heute drauf an. Ich sehe das schon. War mir ein Vergnügen. So, bin leider in die nächste Banane reingefahren. Also hat nichts gebracht. Meine Güte, ich gurk hier hinten rum. Ich schieb's aufs Baby. Ich schieb's auf Baby. Auf das unerfahrene Mario-Baby. Anders kann ich mir das so gar nicht erklären. Es kann sicherlich nicht an meiner persönlichen Fahrleistung liegen. Auf keinen Fall. Oh, zwei grüne Panzer. Gefährliches Fleck. Oh, sehr schön. Jawohl. Siehst du mal, so schnell wird man alle drei grünen Panzer los. So, jetzt alle schön brav bleiben da hinten. Ich möchte mich nämlich nach vorne arbeiten und nicht nach hinten. Achtung, Tinte. Heute gibt's Tinte, gratis aufs Haus. Tja, die anderen hatten die ähnliche Idee, vielleicht sogar ein bisschen besser als ich. Warum bin ich eigentlich immer noch Sechster? Ist gefühlt bin ich gar nicht so schlecht unterwegs, aber anscheinend nur gefühlt. Oh, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Ja, das hat einfach mal gleich mal zwei Plätze gebracht, wenn Dark Lord, der Fuchs, nicht an mir vorbeigefahren wäre. Oh, den hat er mir jetzt geschenkt. Den hat er mir jetzt geschenkt. Danke. Die 50 Euro überweise ich dir später, ne? Und es wird wieder Zeit für einen Lobby- und Charakterwechsel.